Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Heute wieder ein schönes Video für euch. Heute möchte ich euch meine neue Tastatur vorstellen. Für mich neu. Der einen werden sagen, ja, gibt bessere. Aber für mich als Nicht-Gamer, also ja, kann man so sagen, als nicht großer Gamer, sage ich mal, ist es ausreichend. Und zwar habe ich mir geholt die Speedlink Gaming Tastatur. Weil wenn ich doch mal ein bisschen länger dran sitze am Rechner, Verzeihung, dann sehe ich nichts mehr auf der alten Tastatur, die ich euch die Tage auch mal vorstellen werde. Die ist ungefähr 10 Jahre alt oder 11 und hat schon ihre Jahre hinter sich. Es ist 4. Ach so, hab ich ganz vergessen. Hier Windows 10, Windows 7, Windows 8. Mit Beleuchtung. Red-LED. Multimedia. Hotkeys. Treiberless Installation, zuschaltbarer Rotbeleuchtung, Schnellzugriff-Tasten für Multimedia-Funktionen, treiberlose Installation. Perfekt, oder? Auf jeden Fall schön leise. Sogar mit Schnur. Für USB. Das ist eigentlich ausreichend. Ja. Fokussiert nicht, Mensch, meine Güte. Mach hin, mach hin. Und zum Preis, muss ich sagen, war es eigentlich erstaunlich billig. €34,99. Kann man kaufen, muss man aber nicht. Wie gesagt, für meine
Zwecke. Reicht das allemal? Ja. Und hätte ich mir auch eine andere kaufen können, davon abgesehen. Eine höherwertige. Ja, eine richtig Gaming-Tastatur. Die liegen so bei 150, 200 Euro. Ja, aber. Naja. Wie gesagt. Jeden das seine. Ich bin halt mit dem zufrieden, was ich habe. Wenn ich halt denke, das ist für mich gut, dann kaufe ich es mir. Und stelle das dann euch vor. Ihr könnt auch gerne eure Meinung in den Kommentaren da lassen. Würde mich sehr freuen. Und ich bedanke mich schon mal für das Zuschauen. Und wenn ihr Lust habt, lasst ein Like da. Nein, Quatsch. Ein Daumen hoch, meine ich. Verzeihung. Ja, und ein Abo bitte nicht vergessen. Damit ihr weitere Videos nicht verpasst. So sieht die aus im Betriebnahme. Sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Also für mich passend. Nicht schlecht. Ich muss mich zwar erst reinlesen, was hier genau die Tasten alles sind. Aber naja, das kriege ich dann schon raus. Weil so genau habe ich nämlich keine Ahnung davon. Soll es irgendwie eine Funktion geben zum Ausschalten oder auf die flackert oder so? Ich habe keine Ahnung. Ob das jetzt durchgehend brennt, kann ich euch noch nicht sagen. Naja, gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.